東方横綱朝青龍モンゴルウランバートル出身高砂部屋西方横綱白鵬モンゴルウランバートル出身宮城野部屋呼び出しは秀夫行司は木村庄之助今場所最後の一番であります。Hallo. Moin. Gut, dass du Hallo sagst am Anfang. Klar. Heute mal wieder mit einer Folge. Die letzte eine ganze Weile her. Mhm. Fast ein Jahr. Ja, September, glaube ich. September. Also Dreivierteljahr. Jemand hätte jetzt ein Kind haben können. Aber wir haben im letzten Jahr, haben wir gesehen, auch erst im April wieder angefangen. Das heißt, es hat scheinbar Tradition. Im April. Stimmt. Im April, ja. Und dann machen wir jetzt voll viel über den Sommer. Inshallah. Ja. Weiß ich nicht genau, ob das klappt. Mal gucken. Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, die 25. Folge mittlerweile, zu einem Thema, was Markus uns vorstellen wird. Ich habe unsere Einführung vergessen. Ich bin Dimi, hallo. Ich bin Markus, hallo. Ich bin Stefan, hallo. Genau, wir sind also wieder vollständig, wie ihr hört. Das Thema, was Markus uns heute vorstellen wird, ist Sumo. Genau. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ist in Ordnung. No. Glück gehabt. genau, und zwei kleinere Ankündigungen bzw. Anmerkungen, die wir noch anschließend anhängen. Machen wir ja. Ne, ans Ende anhängen werden vielleicht. Genau, springen wir einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Okay. Markus? Ja, Stefan, du hattest ja schon gesagt, du bist interessiert. Und ahnungslos, ja. Ja, genau. Mhm. Also, die wichtigen Hinweise dafür sind, dass ich, das dürften ja nun auch die Zuhörer vom Podcast mitgekriegt haben, und ihr beide wisst das auch, ich habe halt irgendwas mit Japan zu tun. Und meine Begeisterung für Japan ist vage, und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich besonders die eine kulturelle Facette besser finde als die andere oder irgendwie sowas. Ich lästere ja immer so ein bisschen über Japanologen, dass sie halt entweder sich für Samurai interessieren oder aber für Buddhismus, oder aber, dass es so bestimmte Kategorien gibt. Nun, ich bin derjenige, der Sumo gut findet. Und das wäre jetzt sozusagen die exakte Aussprache, wäre langes O hinten. Sumo. Sumo. Und das heißt so viel wie Ringen. Also, okay. Das heißt, es ist ein Ringensport, ne? Ringen, sich gegenseitig herunter, niederringen. Mhm. Ne? Und in Deutschland ist der Sport ja irgendwie frivol bekannt, würde ich fast sagen. Weil jeder eigentlich den Namen kennt, Sumo, und es ist so ein Sumo-Ringer, sehen aus wie Michelin-Männchen und sind ultra dick. Und warum sind die eigentlich so dick und was soll das eigentlich? Und ich glaube, viel mehr ist in der Regel nicht bekannt. Man weiß halt, wie die aussehen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend fand ich eine Zeit lang WWF, Wrestling Federation, gut. Und da gab es damals einen Repräsentanten eines sozusagen archetypischen Sumo-Ringers, der hieß Yokozuna. Yokozuna, habe ich damals gesagt. Ja. Und so könnte ich vielleicht gleich einsteigen. Also es gibt auch in jedem besseren oder größeren Beat'em-up gibt es meistens einen Sumo-Ringer, solange das ein realistisches Beat'em-up ist. Oder? Ich kann mich ja nicht Mondo Honda aus Street Fighter. Zum Beispiel, bei Street Fighter, genau. Ja. Honda hieß Honda der. Genau. Ja, kennt man ja auch als Autofirma. Genau. Ja, absolut. Naja, also Yokozuna ist tatsächlich ein Begriff aus dem Sumo und bezeichnet dort den höchsten Rang eines Kämpfers. Und dieser höchste Rang kann durch gute Leistungen erworben werden und wird danach in der Regel nicht mehr aberkannt. Das heißt, man kriegt sozusagen wie so eine militärische Beförderung. Man ist dann General, sozusagen im militärischen Sinne. Und Generäle werden ja eigentlich nie wieder degradiert, es sei denn, sie haben halt ganz große Ungerechtigkeiten getan. Und so, dass eigentlich dann Generäle bleiben, bis sie in den Ruhestand gehen. Oder bis sie ihren Job verlassen oder was auch immer. Ne? Im Beamtenstatus. Genau. Und im Sumo ist das auch so. Es gibt mehrere Ligen in Japan. Es gibt auch in anderen Ländern Sumo.
aber weit weniger populär. Und diese unteren Ligen, die haben, also es gibt ganz komplizierte Namen, haben die alle, das werde ich jetzt nicht alles erwähnen, aber man kann sich eben hochkämpfen in diesen, in diesem Ligensystem, und je nach, oft kommt es am Ende zu so einem Art, zu so einem Entscheidungskampf, wenn noch nicht ganz genau klar ist, wer die meisten Siege errungen hat. Und irgendwann kommt man halt in die oberste Liga, und alle, die dort in dieser obersten Liga sind, die sind auch mehr oder weniger populär in Japan. Einige von denen sind sehr populär. Und innerhalb dieser obersten Liga gibt es halt vier Status von Kämpfern. Und zwar alle haben den vierten Status, das heißt Maegashira, also irgendwie so Vorklasse oder sowas. Und dann gibt es drei höhere Statusse, die man sich erkämpfen kann. Und darüber liegt nur noch Yokozuna. Und in den letzten 30, 40 Jahren ist es so gewesen, dass die Kämpfer halt, da gab es dann immer einen Yokozuna, weil der einfach unfassbar gut war und hat ständig gewonnen und hat oft zu null gekämpft. Und also hat nie verloren in einem Turnier. Derzeit gibt es drei. Das ist erstmalig in Japan. Kurz zum Einstieg in diese Sportart. Ist das ein Elitensport oder ist das ein Breitensport? Oder wird das irgendwie? Das ist ein Elitensport. Okay. Das ist so wie, gibt's, was ist denn ein Elitensport in Deutschland? Golf oder Tennis, würde ich sagen. Weil man halt nicht im Team Tennis spielt. Also ja, man muss sich schon aktiv lange dafür interessieren. Ja. Und bis man tatsächlich in Turniere kommt. Das war mein Gedanke, genau. Ja, gerade bei Golf auch, weiß ich jetzt zufällig was, weil ich jemanden kenne, eine Frau, die spielt jetzt gerade so halb professionell Golf, und die muss da schon ziemlich viel investieren, auch persönlich und vom Leben, von der Lebenszeit und so, dass man überhaupt vorankommt in dem Sport. Und das ist auch das Gleiche. Also Sumo läuft so, wenn man in der Schule gut in Judo ist, das kennen wir auch, also gut in Kampfsportarten ist oder gut im Ringen ist, dann wird manchmal den Leuten in Japan empfohlen, geh doch zum Sumo, vielleicht kannst du das machen. Und Sumo läuft so, dass man innerhalb eines Internates im Prinzip ist, als Jugendlicher oder junger Erwachsener. Da hat man jeden Tag Training, sehr, sehr hartes Training, und auch wie man sich das aus Japan so vorstellt, morgens um 5 aufstehen, erstmal irgendwie den ganzen Hof fegen und dann ganz lange Gewichte stemmen und dann erstmal besondere Krafttrainings machen und, das bleibt nicht aus, viel essen. Und irgendwann kann es dann dazu kommen, dass man halt innerhalb dieses einen Internates, wo man auch lebt und einer starken Hierarchie untergliedert ist, also in so einem sogenannten Stall, also so wie ein Pferdestall, ne? In so einem sogenannten Stall ist vielleicht einer, der in der höchsten Liga kämpft, und zwei, drei andere, die in den unteren Ligen kämpfen, und dann gibt es Azubis, und die müssen halt die ganze Drecksarbeit machen und lernen von den Höheren. Und irgendwann hat man vielleicht die Chance, dann auch mal so weit zu kommen. Eine sehr, sehr harte persönliche Erfahrung, glaube ich, auch, die man dabei hat. Normalerweise in Japan sieht das so aus, es läuft halt einfach im Fernsehen auf irgendeinem Kanal, und das findet 6-mal im Jahr statt, weil es nämlich 6 Turniere im Jahr gibt, die durch die sozusagen durch die Jahreszeiten gehen, die sind in gleichmäßigen Abständen im Jahr, und die sind in unterschiedlichen Städten in Japan, nicht immer in Tokio, sondern auch mal in Osaka und in Nagoya und in Fukuoka, 2-mal in Tokio, oder? Ich weiß gerade auch nicht so ganz genau, aber jedenfalls irgendwie sowas. Und in einem Turnier macht man 15 Kämpfe in der obersten Liga, und so ein Yokozuna, der gewinnt halt auch gerne mal 15 von diesen Kämpfen. Und es gibt aber natürlich auch Leute, die haben dann 2-13. Die verlieren dann, und damit werden sie vielleicht absteigen. Es gibt also nach jedem Turnier gibt es Leute, die absteigen und die aufsteigen. Also die schlechtesten wechseln ständig von der unteren in die obere Liga. Ja, wie beim Fußball. Genau. Das auch so. Warum sind die so übergewichtig? Also erstmal basiert es auf einem mittelalterlichen Ideal, das damit eben Macht und Kraft und Stärke repräsentiert wird. Und innerhalb dieser Körperform. Auch dieses Spiel oder diese Kampfsportart ist so alt. Das heißt, Mittelalter, wir reden. Die ist sogar noch älter. Es wird berichtet schon in älteren vormittelaltlichen Texten. Dimi, du kennst vielleicht noch diese Begriffe. In der Heian-Zeit, also zwischen 700 und 1000 in Japan, schon da gibt es Berichte über das Ringen und dass das irgendwie ein Volkssport gewesen sei. Okay. Nun ist das auch, also Volkssport im Sinne von,
findet man auf dem Jahrmarkt und so. Und da gibt es Ringer und das guckt man sich gerne an. Das gibt es auch zum Beispiel sehr populär in der Mongolei heutzutage. Auch angeblich schon seit vielen Jahrhunderten sei das dort eben ein anerkannter Elitensport. Das macht halt nicht jeder, aber es gibt so in jedem Dorf einen, der das gut kann. Mhm. Und dann macht man eben Ringen. Das erklärt zum Beispiel auch, dass heutzutage in der obersten Liga in Japan viele Mongolen kämpfen. Ah, okay. Die drei Yokozunas sind alle drei mongolisch. Alle drei mongolisch? Die drei besten Kämpfer derzeit sind aus der Mongolei. Zum Teil auch schon irgendwie eingewandert, also die haben auch einen japanischen Namen oder sowas, sind vielleicht sogar auch dort aufgewachsen oder seit sehr, sehr früher Kindheit in Japan, sind also domestiziert worden. Aber in der obersten Liga gibt es einige Ausländer und nicht nur Japaner. Es gibt so, also innerhalb der letzten Jahre, die ich das verfolgt habe, gab es 2-3 Russen, es gab 2-3 Georgier, interessanterweise. Es gab einen, der wurde der Balte genannt und er kam auch aus Estland. Es gibt, es gibt jetzt derzeit in der zweitobersten Liga einen namens Homare Nishiki genannt. Die kriegen so Künstlerkämpfernamen, wenn sie da kämpfen. Der kommt aus Kanada. Also sozusagen einer aus dem Westen. Ist auch nicht so häufig, dass jemand aus dem Westen kommt. Jetzt der Typ aus Estland ist sicher irgendwie auch dann westlich. Sozusagen, aber wenig Ausländer, viele Japaner, die da mitmachen. Ab und zu mal, ich glaube, einer aus China derzeit auch in der obersten Liga und in den 80ern auch sehr populär gewesen und auch in den 90ern noch, ich weiß nicht mehr genau den Namen, der kam aus Hawaii und war sehr populär. Einen aus Fidschi gab es auch mal. Okay. Und der aus Fidschi zum Beispiel war so populär, weil er halt 300 Kilo wog. So. Das ist schon amtlich. Die Figur dieser Kämpfer ist also irgendwie historisch bedingt. Es gibt auch so alte Holzschnitte aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die solche wülstigen Sumo-Ringer zeigen. Also war das wohl damals in der Zeit auch schon so. Hinzu kommt aber sogar ein taktischer Vorteil, den man hat. Und zwar, habt ihr schon mal gesehen, wie so ein Turnier, also wie so ein Kampf abläuft? Die stehen aus Sand bestehenden Ring. Ja. Es gibt tatsächlich auch ein Tau, was außen rumgelegt wird, von dem man sich abstützen kann. Also sozusagen, wenn man nach draußen gedrängt wird, dann kann man dagegen treten. Mit dem Fuß. Ne? Und die beiden müssen eben im gleichen Moment am Anfang aufeinander zustürmen. Die gehen also in die Hocke und versuchen dann aufeinander zuzustürmen, um irgendwie dabei besser zu sein als der andere. Es gibt da auch dann Tricks, dass man zum Beispiel ausweicht, der andere rennt vorbei und man schubst ihn nur noch raus. Alle möglichen Tricks gibt es. Ne? Und wenn man einen, das war wirklich irgendwie nett gesagt, hat mal ein Kommentator gesagt, dieser Kämpfer sei so gut, weil er einfach ein unheimlich großes Hinterteil hat. Dadurch sei beim Kämpfen der Schwerpunkt des Körpers recht niedrig. Dadurch kann man nicht so schnell umfallen. Wenn man jetzt seinen Hintern immer niedrig hält beim Kämpfen, kannst du halt den anderen nach oben wegdrücken zum Beispiel. Ja. Und wenn man jetzt viele Kämpfe gesehen hat, sieht man auch, wie die das machen. Diese Kämpfe laufen so ab, wie man das irgendwie auch vom Judo kennt. Wenn man den Boden berührt, ist man raus. Wenn man den Ring verlässt, ist man raus. Man darf allerlei Würfe und Schubser machen. Man darf sich auch Ohrfeigen ins Gesicht geben, zum Beispiel. Also schon hart. Man darf nicht kneifen, an Haaren ziehen. Es gibt oft Disqualifizierungen, weil jemand an den Haaren gezogen hat. Wenn ich zum Beispiel dann irgendwie deinen Kopf nehme und dabei dann in die Haare greife und dich dann dabei wegdrücke, dann ist das halt illegal. Dafür gibt es einen Ringrichter und noch jeweils drumherum sitzend weitere Ringrichter, die genau sehen, ob jemand zuerst auf den Boden gefallen ist und solche Dinge. Naja, also soweit zu den Grundlagen und Äußerlichkeiten. Das scheint auch alles sehr ritualisiert zu sein. Genau, und das ist nämlich das Wichtige und deswegen interessiere ich mich auch dafür sehr. Also es ist ein enorm traditionsreicher Sport mit stark lokalen Ritualen, die dort eingeflossen sind und eben auch enorm religiösen Ritualen. Und zwar, wenn wir das jetzt klassifizieren sollen, kommt es aus dem Shinto und es hat nichts mit Buddhismus zu tun. Das fängt an bei der Aufmachung der ganzen Halle und des Rings, als das nämlich über diesen Ring, wo sich die Sumo-Ringer treffen, ist ein Dach und das Dach sieht so aus wie von einem Schrein. Das sieht man oft nicht, wenn man die Kämpfe sieht, weil dann die Kamera nah dran ist. Aber wenn man jetzt in die Halle schaut, dann sieht man oben so ein typisch asiatisch anmutendes Dach, welches von diesen Schreinen ist. Dann gibt es etwas,
Wenn die Kämpfer in den Ring gehen, werfen sie Salz vor sich in den Ring, um den Ring rituell zu reinigen mit Salz. Relativ bekannt, dass man mit Salz bestimmte Dinge reinigen kann. Sie klatschen, also sie machen so ein Klatschritual in der Regel. Und ganz besonders der Yokozuna, der als ranghöchster Kämpfer auch ein Turnier beginnt und wieder abschließt mit einem ganz festgelegten Ritual. Ich werde in die Beschreibung von unserem Podcast ein paar Links reinpacken zu diesen YouTube-Videos, wo man das sehen kann, wie das Ritual macht. Da klatscht er in die Hände, wie man bei einem Gebet vor einem Schrein in die Hände klatscht. Mhm. Es wird gesagt, dabei werden die Götter herbeigerufen durch das Klatschgeräusch und dann huldigt man ihnen. Du hattest jetzt schon gesagt, Stefan, bevor wir aufgenommen haben, der hat irgend solchen so ein Ding um. Sagtest du irgendwie sowas? Ne? Das scheint irgendwie genau, also eine Kleidung an. Genau, Kleidung. Also erstmal sind die halt überwiegend nackt und haben nur so einen Gürtel um, der auf eine bestimmte Art und Weise gebunden ist und festgemacht ist. Und sie haben sogar noch am Anfang eine weitere Verzierung mit in den Gürtel gesteckt, die aber oft während des Kampfes abfällt. Werdet ihr dann in den YouTube-Videos sehen. Aber der Yokozuna, der ein Eingangsritual hält, der hat einen besonderen Gürtel um, besteht aus einem ganz dicken Tau, also gedrehtes Seil, woran Zickzack-Papierstreifen hängen. Immer im 90-Grad-Winkel Zickzack hin und her. Die findet man auch an Schreinen. Und die heißen Shide und repräsentieren die Blitzkraft der Götter. Und in diesem Eingangsritual macht der Yokozuna dann eben auch eine Art Tanz. Dabei klatscht er auch in die Hände und stampft seitlich auf den Boden. Und wenn er auf den Boden stampft, hört man dann in der ganzen Arena, also er macht so einen Stampfer an die Seite und dann macht das ganze Publikum hui. So, okay. Die gehen sozusagen mit seiner, wie die Götter repräsentierten Stampfkraft, die Erde erzittern lässt. Er repräsentiert die Kraft der Götter als oberster Yokozuna. So, jetzt hast du aber Yokozuna heißt nur großer Gürtel übrigens. Eben gesagt, dass momentan alle drei Yokozuna mongolische Abstammung sind oder sogar Mongolen, also mongolische Staatsbürger sogar. Ja. Fühlen sich denn dem Shinto-Kult oder der Shinto-Religion überhaupt zugehörig? Oder? Beste Frage. Offenbar ja. Okay. Das ist das Interessante. Der Sport verlangt unbedingte Folge dieser Tradition. Mhm. Jeder Kämpfer, der dort als Nicht-Japaner, und ich meine, es könnte auch Japaner geben, die nicht so richtig bewandert sind in diesen Sachen, diese Rituale, die auch stark eben am Schrein zu finden sind, gehören dazu und diese mongolischen Kämpfer machen sie immer mit. Mhm. Es geht gar nicht anders. Ich habe noch nie gehört, dass da irgendetwas anders gemacht wird. Mhm. Es gibt einen bestimmten Stil bei diesem Tanz, so würde ich ihn jetzt nennen. Also es heißt Eingangsritual oder in den Ringsteigeritual, Dōshō-iri. Und die machen es immer gleich. Mhm. Und die tragen die gleiche Kleidung, alles ist ähnlich. Überhaupt interessant, dass zu diesem ganzen Brimborium, was da stattfindet, haben die Kämpfer eine bestimmte moralische Identität, die sie vor sich hertragen und auch, glaube ich, im ganzen Leben leben sollen. Also wenn sie den Kampf gewinnen, huscht kein Lächeln über ihr Gesicht. Mhm. Wenn sie den Kampf verlieren, huscht keine Enttäuschung über ihr Gesicht. Absolute Gleichmütigkeit, die sie ausstrahlen, verbunden mit einem auch abseits vom Ring moralisch vorbildlichen Leben. So ist zum Beispiel der letzte Yokozuna Anfang der Nullerjahre zurückgetreten, nachdem er nachts irgendwo in der Kneipe einen ins Gesicht gehauen hat. Mhm. Das wäre nämlich, also in die Richtung wäre, würde meine Frage abziehen. Und dieser letzte Yokozuna, der zurückgetreten ist, Asashoryu heißt er, war auch sehr, sehr gut und sehr, sehr populär, hat alle Rekorde gebrochen. Der hat dann bei der Pressekonferenz geweint, sich entschuldigt und ist sofort zurückgetreten. Für diesen Ausrutscher quasi. Und mit als Yokozuna zurückgetreten. Also er hat den Rang nicht verloren. Genau, eigentlich muss man sozusagen retiren, also in Rente gehen mit diesem Titel. Ja, bei ihm war es ein Skandal. Das hat schon was Päpstliches, ne? Ja, genau. Genau, da war ich auch gerade, das ist irgendwie so... Ja. Guter Vergleich, genau. Also auf die ist natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit gelegt. Die verdienen auch mitunter recht viel Geld. Man muss schon sagen, dass die Profis im Sumo jetzt auch nicht reich werden damit. Das ist schon so ein Spartensport, ne? Klar. In Japan hat das keine Chance gegen Baseball und Fußball. Natürlich viel populärer. Ja.
Ja, das machen die Mongolen mit. Das macht der. Und jetzt ist nämlich ganz interessant, ein kleines Schmankerl. Dieses Eingangsritual, verbunden mit einem Kampf Yokozuna gegen Yokozuna, wurde einmal durchgeführt zu einem bestimmten Ereignis außerhalb dieser Turniere. Mhm. Und zwar am Yasukuni-Schrein in Tokio, mhm, der Schrein, der die kriegstoten Japaner verehrt, im Zweiten Weltkrieg gefallene Tote. Mhm. Und der höchst umstritten ist, der in China Proteste auslöst. Mhm. Dort kämpfen zwei mongolische und vielleicht mittlerweile mit japanischem Pass ausgestattete Sumo-Ringer gegeneinander. Und ich hätte sie gerne interviewt. Denn zumindest die Mandschurei in Nordchina wurde von den Japanern ordentlich rangenommen im Krieg. Ja. Und ich glaube, Mongolen, habe ich jetzt keine historischen Informationen zu, dass sie irgendwie im Zweiten Weltkrieg unterdrückt wurden von irgendwem. Aber es ist doch sehr interessant, dass Ausländer, zumindest gebürtige Ausländer, an einem umstrittenen Schrein, der Kriegsverbrechen verherrlicht, mhm, und so muss man es einfach sagen, dass sie dort ihren Sport durchführen. Ich habe dann der überlegt, noch, ob sie das boykottieren sollten. Der auch noch religiös aufgeladen ist. Zusätzlich sogar noch religiös aufgeladen, mhm, ist. Und sie repräsentieren dabei religiöse Qualitäten als Sumo-Kämpfer. Wow. Wirklich krass. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel polnische Kämpfer, Ringerkämpfer, mit deutschen Ritualen und einer deutschen Flagge an irgendeinem, weiß nicht, irgendwo in Nürnberg in der Innenstadt vor irgendwelchen Gebäuden ein deutsches Ritual abhalten würden. Also es ist eine dumme Analogie, ja, entschuldigt ja, ja, das. Ja. Ne? Mir fällt aber nichts Besseres ein. Also, nee, dass man eben sozusagen in der Kriegszeit wurde man von den Deutschen niedergemacht und jetzt huldigt man ihnen. Mhm. Schwierig zu vergleichen. Und ihrem Kult. Dieses Sumo-Ding ist schon relativ einmalig, finde ja, ja. ich. Ich kenne jetzt keinen anderen Sport, der so stark religiös traditionell ist und so stark auf Japan bezogen ist, mhm, oder auf das Heimatland des Sportes jeweils, ja, wie Sumo. Und trotzdem, ich finde es halt immer wieder interessant, das zu sehen, dass alle Kämpfer das mitmachen. Die müssen das lernen. Wenn sie in diesen Internaten sind, lernen sie das natürlich auch schon von ja. Jugend an. Ja. Und sie stützen es und machen es mit. Aber es ist keine weitere, ich sag mal, Lebenseinschränkung irgendwie damit verbunden. Du sagst, dass sie viel trainieren müssen, sie müssen viel essen und so weiter, aber sie müssen zum Beispiel nicht zu libertär leben oder sie müssen nicht irgendwie auf bestimmte Dinge verzichten, denn der andere Yokozuna war ja auch in einer Kneipe und offensichtlich betrunken. Ja. Ja, also sie können ganz normal leben quasi und genau. Familien gründen also sie, und auch mal trinken. Sie sind natürlich irgendwie so wie es vielleicht auch bei professionellen Sportlern eben der Fall ist. Vorbilder, das ist klar. Und auch Fußballprofis sind ja in Deutschland, die gehen ja eben doch auch nicht so viel in die Kneipe wie die anderen, sondern die sind sozusagen ständig in Trainingscamps und sind irgendwie angegliedert an ihren Verein, an die Trainingseinheiten dort. Mhm. Die führen ja schon ein relativ strukturiertes Leben, würde ich mal sagen. Zwangsläufig. Allein, weil sie ihren Körper auch irgendwie fit halten müssen. Mhm. Und das ist auch durchaus anstrengend, soweit ich das nachvollziehen kann, bei den Sumo-Ringern. Mhm. Wenn die nicht weiter so viel essen, werden die halt auch wieder dünner. Und sein Gewicht zu halten, ist auch nicht so einfach. Viele Sumo-Ringer, die anfangs ihrer Karriere wiegen die 100 Kilo und am Ende ihrer Karriere 150. Mhm. Also die schaffen noch was drauf. Hinzu kommt, dass selbst wenn man sie sieht, die sind krass muskulös. Und exakt, können alles. Die, auch die können Liegestützen machen und sonst was. Also vielleicht jetzt nicht 100, aber die sind wirklich fit. Die müssen gelenkig sein, die müssen auch gesund sein einfach. Genau, eben. Also vorbildlich leben sie insofern trotzdem. Mhm. Es gibt immer mal wieder Kommentatoren beim Sumo, die ehemalige Ringer sind, die man nicht wiedererkennt, weil sie so dünn geworden sind nach ihrer Karriere, dass sie wieder wie ein, ich mag es nicht sagen, aber ein normaler Mensch aussehen. Das ist ja schon eine körperliche Kunstform, die Sumo-Ringer annehmen, würde ich sagen. 300 Kilo zu wiegen, auf jeden Fall. Ja, genau, vor allem geplant. Genau. Ja? Also, und viele von denen sind natürlich trotzdem auch große Hünen, das muss man schon sagen. Also die sind auch gern mal irgendwie 1,90 oder 2 Meter groß, viele von den Ringern. Manche auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass, ich glaube, der war aus Tschechien, ein Kämpfer vor einigen Jahren, Takayama hieß der, glaube ich, der wog 80 Kilo und war 1,80. Also voll normal, schlanker als ich. Ja? Und der konnte trotzdem in der obersten Liga für irgendwie ein paar Turniere mithalten. Mhm. Schnelligkeit, Wendigkeit,
konnte abhauen. Ist jetzt nicht so, dass sie sich im Ring jagen, aber er hat es irgendwie geschafft. Kann ausweichen. Also man kann es irgendwie schaffen. Aber er darf es auch. Das heißt, auch die oberste Liga hat nicht so etwas wie ein Statut, dass man 150 Kilo wiegen muss oder so. Es zeichnet sich aber ab, dass ähnlich wie vielleicht bei dem schnellsten Rennpferd aller Zeiten, dass es dort so ein ideales Mittelmaß gibt im Sumo. Also, weiß nicht, ob ihr die Story kennt, das schnellste Rennpferd aller Zeiten hat immer mal gelebt, vor 150 Jahren, und Biologen haben das untersucht und haben dabei festgestellt, dass dieses Pferd, also das Skelett wurde aufbewahrt, das hatte die durchschnittlichsten Maße aller Pferde überhaupt. Okay, ja. Es hatte genau die richtig langen Beine, genau richtig langer Körper, genau richtig lange Schrittlänge dementsprechend. Ein Pferd, was nur 2 Zentimeter größer ist, ist durch die langen Beine vielleicht nicht mehr so geschickt. Mhm. Und ich bin nicht ganz sicher, aber die Yokozunas, die es so gibt, die wiegen nie 300 Kilo. Das gab es vielleicht auch schon mal, aber es gibt doch irgendwie so ein Durchschnittsgewicht bei den besten Kämpfern. Und das ist eigentlich so bei 150. Aber kann nicht auch falsch liegen. Ich bin ja nun nicht so richtig Profi. Das ist doch voll schön, so ein Lob der Normalität oder so, ein Hoch auf den Durchschnitt und so. Ja, also vielleicht ist es ja wirklich so, ich weiß nicht, wie das bei anderen Sportarten ist. Ich habe keine Ahnung, dass man halt irgendwie durchschnittliche Körpermaße, natürlich immer nur durchschnittlich für die jeweilige Zeit. Mhm. Ja, man muss vielleicht auch durchschnittliche Größe haben, aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn man jetzt so einen Ringkampf macht, ist es halt nützlich, lange Arme zu haben, eventuell, aber vielleicht auch nicht zu lang. Also teilweise haben die so Haltegriffe, dass sie sich halt in diesem Gürtel fassen. Der Gürtel ist ja die einzige Möglichkeit, jemanden zu fassen und zu schleudern. Mhm. Und dann musst du ja da hinten ranreichen können, wenn der andere irgendwie deinen Arm wegblockt. Yeah. Jemand, der groß ist, hat dann in der Regel Vorteil, jemanden am Gürtel festzuhalten. Absolut. Dabei hat er aber wieder den Nachteil, denn ein Kleiner kann sich wieder, wie ich das eben sagte, unter ihnen stemmen und sozusagen von unten drücken und er wird sich nicht halten können. Yeah. Ja, er wird dann, also ich habe teilweise schon so Sachen gesehen, dass die dann auch gegenseitig sich aus dem Ring tragen. Mhm. Der fasst in den Gürtel, hebt ihn hoch, geht 2 Schritte und setzt ihn außerhalb dieses Rings wieder auf den Boden. Also, sehr, sehr schwere. Also auf der anderen Seite, ich kann das jetzt immer nicht so gut beschreiben, ne? Wir können das gleich mal angucken, einen Kampf. Und die Zuhörer, bitte guckt euch einen Kampf an. Ich gebe euch irgendwie so einen Beispielkampf als Link. Also. 20 Sekunden dauert der. Ja. Und dann haben sie einen Tag Zeit, sich zu erholen. Und dann können sie am nächsten Tag 20 Sekunden kämpfen. Teilweise gibt es auch welche, die dauern ein paar Minuten. Danach sind die aber auch ordentlich am Japsen. Mhm. Ja. Also, oh Mann, nein. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja. Es tut mir leid. Sorry, aber das war einfach so offensichtlich. Norddeutsches Wort für Schnappatmung, um Süddeutsche mit einzubeziehen. So passt doch. ja, soweit, würde ich sagen. Ach, interessant. Ich unterschmücke und untermale das Ganze dann im Web mit noch irgendwie 1-2 Bildern und einem Video. Total krass, dass es so viel mit dem Shinto-Kult und diesen lokalen Ritualen zu tun hat, die es in Japan gibt, die auch in anderen Regionen in Japan zum Teil anders sein können. Und so in Deutschland zweifelsohne irgendeinen Nerdsport, für den sich kaum Leute interessieren. Die Szene weltweit ist die Szene, würde ich sagen, so 20.000 höchstens, die sich dafür interessieren. Mhm. Bei YouTube gibt es halt immer solche, also es gibt halt einen Typen aus Israel, der lädt immer alle Videos hoch ins Internet, weil das nämlich nur im japanischen Fernsehen übertragen wird. Ah, Sache. Okay. Ja. Und dieser Israeli hat lange in Japan gelebt und kennt sich mit dem ganzen Zeug gut aus. Das kann ich vielleicht auch noch verlinken. Und wenn man jetzt guckt, wie häufig werden diese Videos geguckt? Ein paar tausend dann, ne? Oder so. Das ist schon eine weltweite Community, die auf Englisch kommuniziert und so. Das sind nicht so viele. Und in Japan sieht man doch auch eher alte Herren und in Begleitung ihrer alten Frauen, die mitkommen müssen. Ah, okay. Dann also da ist das ein aufstellender Ort vielleicht? Sport? Echt? Ich denke ja. Tatsache. Ich denke ja. Mhm. So, ich würde es frechweg vergleichen mit, kennt ihr Funkamateure? Ja. Ihr wisst, was das ist? Ja. Das ist Hobbyfunker. Mhm. Ja. 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 Kennt ihr jemanden persönlich? Nein. Eben. Nee. Es war total populär vor 50 Jahren und da gab es auch noch kein Internet und kein Mobiltelefon und da war das eine gute Möglichkeit zu kommunizieren und auch irgendwie so dieses Pionierhafte. Ja. Und irgendwie ist das einfach von den modernen drahtlosen Medien abgegraben worden.
Und das ist zwar jetzt kein Sport, aber es ist doch auch ein großes Hobby. Und eigentlich auch ein schönes Hobby. Bloß, dass sich heutzutage in der Jugend kaum jemand dafür entscheidet, das zu machen. Ja. Ja? So wie Mofas frisieren. Ich weiß nicht, ja gut, es gibt schon immer noch viel. Gibt's auch, ja. Und auch Schützenvereine. Ich habe Schützenvereine gedacht vor 10 Jahren, dass die aussterben. Nee, aber es gibt ja immer noch Dorf. Genau. Da gibt es auch so eine Art Renaissance, glaube ich. Aber das ist bei diesen Hobbyfunkern, glaube ich, nicht der Fall. Also, eine Sache kann ich noch zuletzt erwähnen für Sumo. Weltweit in der Szene der Ringer, die also auch bei der Olympiade antreten und so, da gibt es ja auch Ringen, gilt Sumo schon als Königsdisziplin. Also ist diese Leute, die Kotoshu oder so, aus Georgien kam der, glaube ich, der hat mittlerweile auch einen japanischen Pass und hat neulich seinen Rücktritt bekannt gegeben, weil er einfach schon seit 14, 15 Jahren da in der obersten Liga mitgemischt hat. Hatte aber nie den absoluten Titel gewonnen. Ja, okay. Er hat vielleicht einmal das Turnier gewonnen, aber das hat dann nicht gereicht, um Yokozuna zu werden. Denn um Yokozuna zu werden, gibt es gewisse Auflagen. Also entweder lange, über einen langen Zeitraum weg, sehr, sehr gut gewesen, oder 2 Turniere hintereinander weg, 15-0. Dann kriegt man es auch und so, ne? Es halt so, gibt so gewisse, es gibt so einen Rat, der das entscheidet. Klar, ja. Und dieser Georgier, der war vorher normaler Ringer und eben sehr, sehr erfolgreich in seinem Land damit und groß und stark. Und dann kam irgendjemand auf ihn zu und meinte, geh doch mal zum Sumo, wenn du noch irgendwie deine Herausforderung suchst. Denn dann musst du noch mal Gewicht zulegen. Und da sind Leute, die sind richtig krass. Die können nämlich alles. Und das stimmt wahrscheinlich auch, weil die sportlich gesehen wirklich ganz viel können. Die haben meistens mehrere japanische Kampfsportarten vorher gemacht, können allerlei Tricks und Hebel und wie nennt man das denn, wenn man einem so das Bein wegtritt irgendwie. Ne? Und sind einfach auch körperlich, glaube ich, sozusagen am Limit dessen, was man so körperlich überhaupt machen kann. 100 Kilo Gewicht zunehmen, extrem sportlich sein dabei, dann Chankonabe essen, das ist die Speise, die sie sich immer zubereiten, so eine ganz fetthaltige Suppe mit allerlei Fleisch und Nudeln drin, was sie einfach den ganzen Tag essen, und angewiesen sind sie danach direkt schlafen zu gehen, damit es ordentlich ansetzt. Das musst du ja erstmal irgendwie jahrelang durchhalten. Ja, sowas, ja, klar. Ne? Also, weiß ich, man muss auch jahrelang durchhalten, Fußballprofi zu sein, ist auch sicherlich sehr anstrengend, aber und hinzu kommt eben diese ganze religiöse Komponente, weswegen ich das so interessant finde. Ja. Interessant, ja. Eine Frage habe ich ja noch. Das ist aber wahrscheinlich irgendwie schwierig, irgendwie nachzuforschen, sage ich mal. Hatte der Sport denn irgendwie historisch gesehen mal Kontakt zu anderen Ringsportarten? Du hast ja gerade eben gesagt, der Georgier, ich habe seinen Namen vergessen, der dann von anderen Sportarten rübergeholt wurde in den Sumo-Sport. Mir fällt zum Beispiel im europäischen Raum, gab es ja im antiken Griechenland und im antiken Rom das Ringen, unter anderem ja als olympische Sportart, die aber zum Teil wirklich sehr blutig gewesen sein soll. Gab es da irgendwie historische Berührungspunkte oder sowas? Irgendwie... Bin unsicher, ich weiß es nicht. Auf der Seidenstraße oder so? Ja, ich habe keine Ahnung. Also Ringen ist ja insgesamt, glaube ich, eine alte Sportart. Ja, ja, genau. Und, es scheint so zu sein, dass es halt so eine ostasiatische Variante davon gibt, die sich nicht großartig, weil ja das Konzept immer gleich ist, von den alten westeuropäischen oder westasiatischen Ringkampfarten unterscheidet. Ich fand es interessant, dass eben der Sport des Ringens in der Mongolei so populär ist und dass das vielleicht deshalb, also es liegt zumindest nahe, dass dann da die besten Kämpfer irgendwann nach Japan gehen, um da in der Sumo-Liga, die so große Strahlkraft hat, in Ostasien, dann da ihr Glück zu versuchen. Ja. Kann ich leider nicht genau beantworten, tut mir leid. Nee. Wirklich krass, diese mongolischen Kämpfer, die sind absolut integriert worden irgendwie in die japanische Gesellschaft. Ja. Und der derzeitige beste Yokozuna, Hakuho heißt er, wäre auch noch eine Erwähnung wert, die Namen, die sind nämlich in der Regel ziemlich lustig und klingen so, als kämen sie direkt aus Herr der Ringe, wenn man die übersetzt. Also Hakuho heißt der weiße Phönix, also Phönix-Urvogel. Wow. Ne? Der weiße Phönix oder andere heißen irgendwie großer donnernder Berg. Also wirklich so richtig albern, pathetische Namen, die sie kriegen.
Und Hakuho hat eine japanische Ehefrau. Mhm. Und glaube ich auch zwei Kinder. Cool. Und der ist Jahrgang 86. Mhm. Also mein Alter. Genau. Und immer wenn man merkt, dass die Sportler, die man bewundert, jünger sind als man selbst, ist so, oh, scheiße. Mist. Denn als ich 15 war, habe ich immer zu den NBA-Leuten hochgeguckt und dachte, wow, so tolle Typen. Und ich spiele auch gerne Basketball. Vielleicht kann ich eines Tages auch mal so werden. Und heute weiß ich, nein. Keine Möglichkeit. Oh Mann. Also andere Leute gehen in Rente, wenn sie so alt sind wie ich. Ja, ja. Naja, und in der... Es gab einen 40-jährigen Sumo-Ringer, der bis zuletzt in der obersten Liga gekämpft hat. Der ist gerade in Ruhestand gegangen. Mhm. Ja, genau. Also der war 40. Ja. Andere sind 25, 23 gibt's. 17 sind sie nie. Ja, ja, okay. Also man braucht schon irgendwie eine Erfahrung. Mhm. Und allein, es gibt immer mal wieder Leute, ach so, habe ich vergessen, Osuna Arashi heißt er, kommt aus Ägypten. Und der macht auch in der obersten Liga mit. Und der ist so schnell in dieser Liga aufgestiegen, also durch dieses Ligensystem, so schnell aufgestiegen, also pro Turnier hat er sozusagen die nächste Liga erreicht, dass die traditionelle Frisur dieser Sumo-Ringer, die so ähnlich aussieht wie die der Samurai, die haben so einen komischen Zopf, der nach vorne gebunden wird. Ja, ja, weiß ich. Die Haare von ihm waren noch zu kurz. Oh. Er ist schneller als seine Haare durch die Liegen durch. Genau. Krass. Das ist natürlich, zumindest braucht man so einen langen Zopf hinten. Ja, das ja. wird dann ja irgendwie abgeschnitten. Ich weiß nicht genau, wie die es machen. Wenn die Haare aufmachen, sieht man, dass sie bis zu den Schultern gehen. Ja. Und er hatte noch nicht lange genug Haare, sodass sie dann halt ihm immer ins Gesicht fielen. Die haben das irgendwie nur so versucht, mit Gel zurückzustreichen, weil die halt noch keinen Zopf machen konnten. Und das geschieht ab und zu mal, dass Leute, die noch jung sind, so schnell da irgendwie Erfolg haben, dass die Haare noch nicht lang genug sind. Und jetzt kann man sich das auch überlegen. Wie lange hast du entschieden, dass du die Sumo-Karriere einschlägst? Dann musst du ja in der Zeit zunehmen, es geht auch nicht so schnell, um weiterhin auch währenddessen fit zu bleiben. Und die Haare müssen wachsen für diese spezielle Frisur. Kann man gar nicht unbedingt 19 sein. Ne? Nee, klar. Die müssen ja auch Schule fertig machen in Japan und so. Mhm. Ja, interessant. Ich habe leider keine Informationen darüber, was nach dem Sumo geschieht, was sie dann machen. Ja. Kommentator ist jetzt nicht das Ausgefallenste, aber... Trainerkarriere oder so? Ich meine, manche gründen ihren eigenen Stall. Das ist auch ne? ja, ja. Oder auf Japanisch heißt es eigentlich Haus. Oder, nee, Quatsch, Beya, Zimmer. Das heißt Zimmer. Okay. Also ihre eigene Institution, wo sie dann auch Sumo-Ringer ausbilden wollen, geschieht häufiger. Aber das ist dann eigentlich das Gleiche wie bei anderen Profisportlern, die irgendwie im Sport bleiben. Ja, ja. Als Manager oder sowas. Ja. Ja, so unser erstes Sportthema, vielleicht auch das letzte, weiß ich so ganz genau. You never know. Genau, im Ahnung. Kulturwissenschaftlichen Sinne ist Sport auf jeden Fall interessant. Ja. Im religionswissenschaftlichen Sinne etwas seltener. Ja. Es sei denn, man fragt jetzt, ob Fußball Religion ist oder so. Aber ja, ansonsten begegnet das irgendwie kaum. Das ist eine typische theologische Frage. Catcht sehr viele Leute. Tut so. Tut sie, ne? Tut sie, ja. Ja, ist, aber nicht so. Steckt Gott im Fußball oder so? Ja, ja. Ich habe es neulich mit meinen Schülern gemacht. Ich habe so ein Halbjahr begonnen mit den Schülern, wo wir nur die Frage stellen, was Religion eigentlich ist, im Ethikunterricht. Mhm. Und dann habe ich am Anfang auch einfach den Fußball gedroppt. Ja. Und habe gesagt, so, wie sieht's aus? Dann habe ich einmal, ich habe da ja so einen Witz, den habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich habe sozusagen funktional und äußerlich skizziert, wie das Leben eines Die-Hard-Fußball-Fans aussieht. Und zwar, ich gehe alle zwei Wochen ins Stadion, ich trage die gleiche Kleidung, ich singe die gleichen Lieder, ich glaube an den Sieg meines Teams. Und wenn man sozusagen all diese äußerlichen Funktionen beschreibt, dann unterscheidet sich das ja nicht mehr so stark von jemandem, der jede Woche in die Kirche geht. Ja. Ja. Aber irgendwas fehlt dann ja doch, sagen dann diese, also die Schüler sind ja in der Regel weichgespülte Protestanten aus Nordwestdeutschland. Und haben gelernt, dass noch mehr an Religion ist als nur Äußerlichkeit. Ja. Zauberhaft, ja. Bei den Katholiken ist es halt das Saufen am Wochenende. Und bei den Protestanten ist es, glaube ich, die Liebe Jesu Christi. Ja, gesagt. Ja. Okay, wollen wir noch die News schnell verbreiten? Ja, können wir machen. Ganz kurz, eine News. Also kann ich was sagen, weil ich da sehr wahrscheinlich als einziger von uns hingehen werde, nämlich wie jedes Jahr, diesmal zum 23. Mal, findet das Symposium der Religionswissenschaft, der deutschsprachigen Religionswissenschaft, diesmal in Erfurt statt.
Lieben Gruß dahin zum Orga-Team. Ja, wie schon gesagt, das 23. Symposium. Das Oberthema ist diesmal Beyond Belief. Also sehr breit gefasst, würde ich sagen. Und aber auch nie thematisch bindend. Nee, genau. Muss ich sagen. Also, das war ja noch so, nie, ne? Oder? Ist immer so, ja, ja, genau. Also, warte mal, ich guck noch mal schnell. Ja. Wir hatten ja jetzt hier dieses. Das ist wieder weg. Also Fakt ist, bis 16. Genau, 16. Das genau ist noch Call for Papers, falls jemand noch irgendwas einreichen möchte. Ich denke, ihr könnt, also wenn ihr Hörer, ihr wollt zum Studierendensymposium kommen, meldet euch da jetzt fix an. Ja, genau. Reicht genau. irgendeinen Vortrag ein. Ich glaube, es ist völlig egal, welches Thema ihr macht. Ja, total. Denn Beyond Belief heißt ja über, also... Das soll ja darüber hinausgehen anscheinend. Über den Glauben hinaus. Genau. Also vielleicht könnt ihr auch was zum Thema Glauben machen. Das ist dann ja irgendwie interessant. Ja. Mhm. Nehmt eure Hausarbeit aus dem zweiten Semester und tragt die vor. Genau. Die Leute, die zum Symposium kommen, sind in der Regel sehr dankbar, wenn sie interessante Vorträge haben. Mhm. Ja. Ja. Insgesamt lernt man in diesen 4 Tagen, die es, glaube ich, sind. Ah ja, genau. Das ist, findet statt vom, was haben wir gesagt, 5. Bis 8. Himmelfahrt, genau. Himmelfahrtswochenende, ne? Genau. Mai, genau. Also aus meiner Erfahrung könnt ihr sicherlich auch sagen, in den 4 Tagen habe ich so viel über den Tellerrand geguckt und so viele neue Themen kennengelernt. Absolut. Und mitunter sogar auch gedacht, Mensch, das ist toll, damit möchte ich mich jetzt mal ein Semester beschäftigen. Ja, stimmt. Und habe dann irgendwie das Ganze noch weiter verfolgt. Ja. Hinzu kommt natürlich eine gute Zeit, die man da hat. Zeit, absolut. Feucht, fröhlich und viele Gleichgesinnte. Ja. Grüße an Lukas. Absolut. Und, der fährt auch, ja, ja. Genau, also einige von den Oldies, die wir ja sind, fahren dahin. Und bestimmt auch viele Newbies. Und stimmt, die sind sehr willkommen, dass da alle hinfahren. Mhm. Genau. Wir hoffen, dass wir euch alle motivieren können, da hinzufahren. Mhm. Erfurt als schon gebranntes Kind letztes Jahr. Da war ja die große internationale Tagung, die AHR-Tagung an der Uni. Und jetzt also sozusagen... Die lief wohl auch ganz gut, das heißt jetzt... In ausgetretene Pfade setze ich nun das Studentensymposium rein. Ja. Ja, wird sicherlich ganz gut. Ja, prima. Ich werde dann berichten, wenn ich dann da gewesen bin. Ja, prima. Ja, ich wollte gerne noch einmal Werbung machen für die E-Mail-Liste Yggdrasil. Guckt bei Folge 5 oder was das war. Mhm. Da haben wir schon darüber geredet. Folge 4 vielleicht, ewig her, ja. Ja, ja, guckt irgendwo von, also ihr gebt bei Google einfach ein ewig alt RW-Pod und dann findet ihr das. Diese Liste ist wirklich nett und innerhalb dieses Jahres bislang gab es heiß diskutierte Themen auf der E-Mail-Liste Yggdrasil. Der Betreff der langwierigen Diskussion hieß Quo Vadis Religionswissenschaft, Staffel 2. Mhm. Da war schon vor einigen Jahren mal ein großes Thema, also wie entwickelt sich die deutschsprachige Religionswissenschaft weiter, was kann sie als Wissenschaft leisten und wie verhält sie sich zu anderen Wissenschaften, die ihr das Wasser abgraben könnten oder vergleichbar sind, sprich Theologie der Religionen, Religionenwissenschaft, Ethnologie, Kulturwissenschaft, Geschichte der Religion, Religionsgeschichte, bla bla. Irgendwie so, also es einen Aufhänger gab es, diese ganze Staffel 2 wurde eigentlich gestartet von Professor Kleine aus Leipzig, indem er darauf hinwies, dass ihm, er habe Aufsätze veröffentlicht und ihm sei dann vorgeworfen worden, dass er ein merkwürdiges Religionsverständnis habe, dem er nun innerhalb dieser E-Mails stets, also der Merkwürdigkeit des Verständnisses trat er entgegen. Mhm. Und ich fand es im Grunde auch in aller Vehemenz, in der dort diskutiert wurde, war es dann auch doch oft lustig und humorig. Mhm. Denn dann kann ich es auch leider nicht mehr so ganz ernst nehmen, immer. Und schon kurios mitunter, was die Leute schreiben und was sie auch für persönliche Befindlichkeiten haben. Ja. Insofern kann ich es nur sehr empfehlen. Genau, können wir, glaube ich, alle. Also wir alle sind ja Abonnenten oder so der Liste. Genau, man lernt ganz schön viel darüber, wenn man sich dann wirklich Zeit nimmt, die E-Mails durchzulesen. Genau, und man muss ja nichts durchlesen. Also. Genau, aber das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich wiederhole mich, das, was die Professoren, die ja alle die schlechthinigsten Professoren sind in Deutschland für die Religionswissenschaft, die dort schreiben, mitunter. Ne? Nicht alle Beteiligten sich. Bremer Leute schreiben selten was. Stimmt. Aber
Diese Dinge wirst du nicht hören, wenn du Student bist und in der Vorlesung bist. Ja. Ja? Das stimmt. Diese echten mit Herzblut am Sonntagmorgen. Die kämpfen darum, dass ihr Fach irgendwie richtig ist und sie kämpfen gegeneinander, sie kämpfen miteinander. Ja. Irgendwie verstehen sie sich ja doch alle, aber allein zu sehen, wie sehr sie sich für ihre Wissenschaft interessieren und wie uneinig sie sich doch sind und wie wenig sie doch eigentlich wissen. Ja, ja, so grundsätzlich. Sehr erfrischend und hat mich stets motiviert, überhaupt Wissenschaft zu betreiben. Ja, absolut. Also abonnieren. Wie steht unter der Folge? Wie man die... Naja. Ja, also ich, weil, Dimi, weil du das eben gesagt hattest, ja. Du hattest Sorgen geäußert, dass das für jeder Mensch abonnierbar sei, diese Liste, die Yggdrasil-Liste. Ich mache einen Link rein. Ich habe jetzt hier von der Webseite von... Ist doch interessant. Also hier steht Mailingliste der Religionswissenschaft in Marburg. Ja, genau. Die ist da. Das klingt erstmal schon so, als könnten wir aus Bremen nicht mitmachen. Ja. Ist natürlich nicht so. Ist einfach nur bei den Beheimateten so. Ja, ja. Ne? Genau. Aber das ist natürlich schon unverständlich. Also. Ja, verlinken wir. Dann muss man weiter runterscrollen. Dann steht da irgendwann Yggdrasil, dass sie so heißt und wie man sich anmeldet. Hier steht, im Jahre 2011 beläuft sich die Zahl der AbonnentInnen auf etwas über 700. Ich glaube, im Moment ist weniger. Das ist deutlich weniger, als ich angenommen Betreut habe. Betreut wird die Liste derzeit von meinem alten Bekannten und Mitkommilitonen Juniorprofessor Dr. Sebastian Schüler, der in Leipzig ist. Viele Grüße an ihn, der hört uns wahrscheinlich nie, hat er keine Zeit für. Und also ich hatte eigentlich den Eindruck, dass da jeder mitmachen kann. Ich habe damals, glaube ich, da klickt man sich irgendwie rein und ich glaube, ohne persönlichen Kontakt muss man einfach nur von Herrn Schüler freigeschaltet werden. Genau, und wenn man dann da irgendwie Rumpelstilzchen heißt, ob er es dann macht, weiß ich nicht. Aber da muss man nicht nachweisen, dass man irgendwie Religionswissenschaftsstudent ist oder sich verdient gemacht hat in der RW-Community in Deutschland. Mhm. Genau. Also ich weiß, ein Bekannter von mir, den ich vom Symposium noch aus Bremen kenne, lieben Gruß an Manuel Stadler, der hat da zuletzt ein bisschen was geschrieben. Heidelberger? Nee, ich meine aus der Schweiz. Ah, sorry. Grüße. Bin ich ganz sicher. Shoutout to Manuel Stadler, wie man so im Rap-Game sagt. Genau. Oh Mann. Shoutout. Oh Mann. Okay, oh Mann, wir sind jetzt aber auch durch, ne? Ja. Oder? Jetzt habe ich doch viel länger über Sumo erzählt, als ich wollte. Also in einem halben Jahr wieder eine neue Folge. Genau. Nein, vielleicht auch früher. Also, wenn uns irgendjemand mal schreiben würde. Und oder Flatter noch mehr. Genau. Das letzte Flattergeld haben wir versoffen. Ich hatte euch geschrieben, ne? Es waren 6,75 Euro. Ja. Thanks. Nein, also ihr braucht auch nicht, hört es an. Genau. Und sprecht nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Ja. Yeah. Kann ich nur zitieren aus dem katholischen Gottesdienst. ja, wirklich, wir kriegen ja selten Rückmeldungen. Und ja, privat halt so. Nur privat, aber dass man mal wirklich irgendwer neues. Wir haben auch ein Kommentarsystem auf der Homepage und so. Eigentlich schon. Also kann man auch, kann man machen. Wir sind auch im Internet. Genau. auf Facebook oder so. Genau, Cyberspace und so. Und wir schreiben jetzt voll, Space, voll crazy. Das A ist mit Ad geschrieben, ne? Space. What? Okay, gut, wir müssen aufhören. Ja, wir hören auf, liked uns und weiterverteilen und sowas. Ne? Ja. Das Übliche. Genau. Und noch Gangzeichen. Ach nee, könnt ihr nicht sehen. Yo. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Oh Mann. Ja, die Mengen sind